Und jetzt kann's losgehen im Stadion Biberer Berg in Offenbach. Kickers Offenbach gegen SV Darmstadt 98. Fällt schwer, in einem solchen Spiel hessisch zu denken, denn sowohl der UFC braucht die Punkte für Platz 2, als auch die Darmstädter für den Klassenerhalt. Also schauen wir es uns ganz neutral an. Wenn man dann hier so steht, so lange danach, ist es schon nochmal was anderes, wenn man es jetzt nur, ich sage mal, in Anführungsstrichen im Fernsehen sieht. Oder man denkt natürlich auch ab und zu dran, auch wenn man sich mit seinen alten Kollegen unterhält. Aber es ist schon nochmal was anderes, natürlich, klar. Auf jeden Fall kommen da Emotionen und Gedanken auf, weil es natürlich schon ein sehr, sehr interessantes und vor allem auch ein Spiel war, was ich mein Leben lang irgendwie in Erinnerung behalten werde, weil einfach, sag mal, die Art und Weise im Vorfeld auch des Spieles hat man schon gemerkt, wie es geknistert hat, schon vorm Stadion, auf dem Weg zum Stadion. Es war ziemlicher Verkehr und unsere Fans haben uns noch auf dem Weg hier hoch angefeuert und man hat schon gemerkt, dass das was Besonderes ist, weil es natürlich auch das Stadion komplett voll war. Dass man natürlich nach Offenbach fährt, ist natürlich Pflicht gewesen. Wäre es heute immer noch, wenn sie denn bei uns in der Liga spielen dürften. Wenn du dann nach Offenbach gefahren bist, dann warst du, das war das Highlight, weil da wurde Fußball erlebt. Die Atmosphäre war großartig. Das ist eine Paarung, wenn es die wieder geben sollte, da wird hier der Laden voll sein und wahrscheinlich wird es auch brennen, wortwörtlich, wie früher mal. Willkommen in der Hölle. Sicherlich nur im übertragenen Sinne gemeint, aber es ist nicht ganz einfach für die Auswärtsmannschaft hier zu spielen am Biberer Berg. Als wir zum Warmlaufen reinkamen, das Stadion war voll. Auf der gegenüberliegenden Seite war ja das Plakat gehangen, Willkommen in der Hölle, und es war sehr laut. Und man hat dann natürlich sich dann aufs Spiel fokussiert am Ende des Tages und am Anfang war es schwierig. Also wir haben nicht gut gespielt und Offenbach war schon, ich sage jetzt mal, richtig aggressiv und haben auch relativ schnell 2 Tore gemacht. Und ich dachte dann so für mich, Jungs, wir müssen ein bisschen gucken, dass wir die Kurve bekommen, und haben uns dann auch so ein bisschen ins Spiel rein gekämpft und so reingerieben. Für mich war das klar, dass es heute eine Klatsche gibt und wir wirklich in dieser rot-weißen Hölle gelandet sind. Und dann hat Lothar Buchmann Jochen Dewitz rausgenommen. Ich glaube, das ist ein Darmstädter Kind sogar, der Jochen Dewitz. Also darf man eigentlich gar nicht machen, aber er hat ihn rausgenommen in der 36. Minute. Und dann kam Torben Himmelslev. Schuss und Tor! Und ich sagte gerade, Jermislev kann sowas und der trifft! Und Konfusion in der Abwehr und Otici macht das 2:2. Schwach schon wieder. Fehlpass. Otici, der ist immer gefährlich. Immer noch Otici. Da wühlt er sich durch. Und Tor. 3:2 für Darmstadt. Toll gemacht von Oliver Wölki. Der Armeji Otici hat vorne ein bisschen rumgestochert und dann kam der Ball zu mir und ich habe dann mit meinem in Anführungsstrichen starken rechten Fuß das Ding da ins lange Eck gehoben. Ich habe ja dann diese Bewegung gemacht mit den Ohren, weil es war natürlich in dem Moment, wo das Tor gefallen ist, kurz mal leise im Stadion. Außer die Fans der Lilien haben natürlich Gas gegeben. Wir haben alle hinter dem Tor gestanden. Das war der Gästebereich, diese ominöse oder vielberühmte Stahlrohrtribüne. Wohl der Oberteil war zu gewesen, also wir haben alle unten gestanden. Ich schätze mal so 1500 Darmstädter wahrscheinlich da gewesen. Und der Platz war hinterm Tor, woanders konnte man ja nicht hin. Aber der Platz war dann auch immer mal wieder nach den Toren auch mal am Zaun gewesen, weil die Begeisterung auch entsprechend ausgelebt werden musste. Und von daher haben wir uns da hinten natürlich sehr wohlgefühlt, so ab der 37. Minute, sage ich mal, war das ein gutes Spiel geworden für uns. Nach dem 3:2 ist auf einmal deren Hölle über uns losgegangen. Also die Leute lagen aufeinander, weil der Jubel, die Emotionen unbeschreiblich waren. Also wer dabei war, der kann das noch nachempfinden. Ich vergleiche es immer so ein bisschen wie das 4:2 in Bielefeld. Das war einfach. Aber wie gesagt, damals das Derby war ein Highlight und dort zu gewinnen, nachdem du 2:0 zurückgelegen hast, ist
Pop. Ich habe mich dann mal irgendwann, glaube ich, nach dem 2-2 oder sowas auf der Stange wiedergefunden. Warum ich auf der Stange stehen muss, weiß ich auch nicht ganz genau, aber das sind die Emotionen, die dann mit einem durchgehen. Und wegen dem Lichterloh Brennen, dafür war ja der Gürer Berg bekannt. Und man hat uns damals bei diesem Spiel willkommen in der rot-weißen Hölle, war das, glaube ich, begrüßt mit einem riesengroßen Transparent. Und ja, es war alles sehr rauchig. Mein Vater war ja gefühlt bei jedem Spiel, das ich gemacht habe in meiner Karriere. Und er war auch hier im Stadion. Allerdings saß er wirklich nur zwischen Offenbach-Fans. Und er hat mir dann nach dem Spiel gesagt, dass er sich nicht getraut hat, beim 3-2 zu jubeln. Also er hat sich nicht getraut, ich sage jetzt mal, seine Emotionen freien Lauf zu lassen. Das weiß ich noch, dass er mir gesagt hat, Olli, ich habe mich nicht getraut, aufzuspringen und zu jubeln, weil um mich rum war sehr angespannte Stimmung. Wir hatten, ich weiß nicht, wie viel es waren nachher, 1500, 2000, 3000 Lilienfans. Das war natürlich unser Support am Ende des Tages. Und man ist raus zum Auslaufen. Dann hat natürlich, ich sag mal, fast nichts verstanden, weil natürlich sich die Lunge aus dem Hals gepfiffen haben, was ja auch okay ist. Aber das ist dann schon nochmal so ein extra Motivationsschub, so als Auswärtsmannschaft ins Stadion zu gehen und zu sagen, hey, euch zeigen wir es heute. Und nochmal dann der ganze Spielverlauf auch, das hat dann irgendwie alles zusammengepasst. Also im Nachhinein war es natürlich toll und wir hatten natürlich auch das Quäntchen Glück. Wenn das anders ausgegangen wäre, dann würden wir heute nicht hier stehen und dann hätten wir natürlich auch gesagt, oh Gott, komm, wir gucken, dass wir schnell heimkommen und unter die Decke kramen. Aber so hat natürlich irgendwie alles gepasst an dem Abend. Das war schon sehr, sehr, sehr schön, emotional und wie gesagt, bis heute auch unvergessen.